Ihr Leben vorher ist ja auch also eine irre Story, schon vorher. Also, ja, ein bisschen irre, ja. Und sah, wie ein junger Rhesusaffe, so Teenager-mäßig, gerade noch das letzte Papier rauszieht, alle meine Bücher, alles zum Fenster rausgeschmissen, die Papiere flatterten im Wind in Richtung Ganges. Und da habe ich dann gedacht, wenn das ein Zeichen ist. So. Gut, ich stimme Ihnen ja zu, aber das ist natürlich heutzutage, geht ja völlig gegen den Zeitgeist. Das große Mysterium können wir wirklich nicht erfassen. Ich sage das mit unserem Primatenhirn. Teil 2 mit lebender Legende, Ethnologe, Botaniker, weiser, alter Mann, kann man sagen, jetzt Wolf-Dieter Stoll. Schön, dass Sie hier sind. Ja, danke. Im ersten Teil haben wir uns unterhalten über Ihre Kindheit in Sachsen, Ihre Flucht, Ihre Auswanderung der Eltern nach Amerika, auch die wilde College-Zeit, die Sie dann erlebt haben und Amerika in den 50s und 60s, also wie das auch kippte. Und dann irgendwann sind Sie ja nach Europa zurück. Zuerst mit Ihrer damaligen Frau, waren Sie mal in Wien, das hat wohl sehr gut gefallen. Und dann sind Sie mit einem Stipendium, glaube ich, mit einem Promotionsstipendium nach Europa zurück und haben dann begonnen zu promovieren. Ja, so ungefähr. Also das wurde an der Kent State University echt heiß. Und man wusste nicht, ob man mit dem Leben davon kommt. Ja, wir haben gerade im ersten Teil darüber gesprochen, dass die Kent State ja die Universität war, Neil Young hat ein Lied darüber geschrieben, die Nationalgarde war da, 4 Tote, 12 schwer verwundete, Schießereien gegen, also die Nationalgarde hat auf die Studenten geschossen, das war ja da richtig, die waren im Zentrum des Geschehens als junger Dozent. Ja, da waren Studenten, die haben Waffen gesammelt. Ich sage, ja, seid ihr blöd oder was? Aber ja, das war so. Und dann hätte ich irgendwo, wurde dann in Purdue ein Professor angeboten und an der University of Pennsylvania und in Pittsburgh. Und ich wollte mal wieder nach Europa und meine damalige Frau, die wollte unbedingt nach Europa, weil das hatte ihr so gefallen. Charme Wiens und eben das Küsst die Hand, gnädige Frau und so weiter. Ja, und da sind wir dann, da habe ich dann gedacht, gut, mache ich das obligatorische Year Abroad. Und das ist immer gut. Und die meisten Amerikaner gehen irgendwo nach England, weil da wird Englisch gesprochen. Oder nach Frankreich zum Wort. Ja, oder nach Frankreich, aber meistens nach England. Und ich dachte, ja, ich kann noch genügend Deutsch. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie wenig. Und ich dachte, ja, die europäischen Universitäten, die sind ja bei weitem nicht so weit wie wir in der Ethnologie und Anthropology. Und das wird dann so sein. Nach einem Jahr komme ich dann mit einem PhD von Wien zurück. Ja, und dann kam man nach Wien und da bin ich dann konnte ich eintauchen. Wieder in die deutsche Kultur, beziehungsweise ja, die deutsche Kultur, deutschsprachige Kultur, und das war fantastisch. Da habe ich dann versucht. Da muss ich mal einhaken. Die sind ja Amerikaner, nur Amerikaner, sind ausgewandert regelrecht. Ich bin Amerikaner, durfte aber die deutsche beibehalten, die deutsche Staatsbürgerschaft, weil ich erst 2005 eingebürgert wurde. Wir kennen ja beide die Hochschulen in Amerika. Ich habe auch in diversen gelehrt und gelernt. Und dann sind sie nach Deutschland zurück oder nach Österreich in dem Fall. Da gibt es da ein Phänomen, was man als Reverse Culture Shock, also umgekehrter Kulturschock, bezeichnet. Haben Sie das auch erlebt? Nee, nicht so sehr. Also Reverse Culture Shock hatte ich, als ich aus Indien nach Amerika zurückkam. Okay. Also da weiß ich ganz genau, was das ist. Aber nach Wien war einfach wunderbar, wie so ein Nachhausekommen. Für meine damalige Frau war es schon ganz schwierig. Und wir kamen an, das war im Winter, also November 69. Und Wien im Winter ist was ganz anderes als Wien im Frühling und im Sommer. Da ist dann das Nörgeln und das Raunzen und das, da sind die Wiener unerträglich. Und das war dann, und dann haben wir dort eine Wohnung gesucht und da gab es spezialisiert für Americans
also am Stephansplatz, Wohnungsvermittlung. Oh, da haben sie uns so reingelegt, dann später meine Freundin sagt, das gibt's doch nicht, dass ihr so viel gezahlt habt für die Wohnung. Ja, und das, ja, und dann eben die Universität, das war damals noch so, da in Amerika, da geht die Tür einfach auf und man geht rein und sagt, hi, I'm so und so. Und dort, Tür geht nicht auf, klingeln, da kommt so eine Art Diener in Livree und sagt, die Herrschaften wünschen oder sowas. Ja. Und das war der persönliche Butler der Sekretärin im Ethnologieinstitut. Der Butler der Sekretärin? Ja. Aha. Und sie war eine also Fürstin, also Hochadel. Und ja, und sie war eigentlich die Herrscherin. Und der Vorstand des Instituts war ein alter Herr mit einem Sprachfehler und seine Frau war schon lange im Irrenhaus und er war so ein Einsamer und er hat dann für Totem Poles weltweit Comparative Studies und so gemacht. Ja, ist doch legitim. Ja, ja, klar. Das kann man machen. Und ja, auf jeden Fall wurde ich dann rein, also so ein, kam ich rein und die Fürstin kam vom Ende des ihres Büros, es war ein Riesenzimmer, kam sie dahergeschwebt mit der Hand so vor. Und ja, das war, hätte es sein sollen. Aber Mann, das habe ich, hätte mein Vater hätte das noch gewusst, aber ich wusste nicht, ich habe die anderen nicht geguckt. Und dann kam sie, haben wir gesprochen, dass ich ja da jetzt da bin und so weiter. Und dann hat sie einige der Professoren vorgestellt und einer war, Stiegelmeier hieß der war an der Universität Wien, war er, also am Institut für Völkerkunde, war er der Experte für Schamanismus und so. Und ich hatte so einen Ruf, Schamanism, und das war auch im Master's Thesis, habe ich darüber geschrieben. Und dann sagte er, ja, was finden Sie, was meinen Sie von Findeisens Theorie, dass Spiritismus auch eine Form des Schamanismus ist? Ich habe es natürlich verstanden, aber ich habe noch nie auf Deutsch über solche Sachen geredet. Heutzutage wäre man frech genug und hätte auf Englisch geantwortet. Mhm. Ich kannte ja Findeisen und die ganze Literatur und ich habe hab dann deutsche Worte gesucht. Und dann habe ich gemerkt, da haben wir einen Trottel vor uns. Und dann als der ging und die andere, da sagte die Fürstin, ja, wenn Sie mit mir kooperieren, dann wird es Ihnen gut gehen. Und dann durfte ich den Vorstand sprechen und sah, lieber alter Herr, der sollte dann mein Doktorvater werden. Der hat seine Vorträge gehalten, weil er hat Feldforschung in Indien gemacht, aber er hatte einen schweren Sprachfehler. Und er wollte seine Vorträge in Hindu-Englisch geben. Kein Mensch hat seine Vorträge verstanden. Er wusste das irgendwie, man ist nur aus Höflichkeit hingegangen. Und er hat dann seine Vorträge schriftlich, dass man überhaupt... Also es ist Wien. Da öffnete sich eine ganz neue Welt, die ganze Morbidität Wiens und dann, was es da für Restaurants gab, für einsame Seelen mit Briefpost und ja, das und dann eben die, meine Freunde, die Studenten, als Studenten konnten sie sich alles erlauben, die haben da toll gesoffen und gingen dann Straßenzüge und haben dann die Papierabfälle in Brand gesetzt, nicht böswillig, sondern hat einfach gebrannt. Und die Polizei hat also sich nicht gewagt, bei den Herren Studenten da einzugreifen. Aha. Also es war ein altes Wien, ja. Aber dann sind Sie da weg und haben in Bern promoviert, oder? Ja, dann war das so, dass, ich eine Feldforschung in Ifni an der Westküste Afrikas machen wollte, also ein paar Monate wenigstens, das war so mal kurz eine spanische Kolonie, um zu sehen, ob was da für
Akkulturationsphänomene waren. Und da bin ich hin und wollte dann meine Frau in Südspanien, in Tarifa, treffen, und sie erschien nicht. War nicht da. Und waren auch ausgemacht, vielleicht in Tangier, dass wir uns da treffen, kam nicht. Ein Monat verging. Und ich war so ein bisschen außer mir. Die Wellen fingen an, mit mir zu reden, so ungefähr. Und ich hieß El Pobre Hombre bei den Einheimischen. Und dann hab ich Interpol sie gesucht, weil die hätte ja so einen weißen Sklaven Ring da. Ja. Und und dann irgendwann erschien sie, und dann der Sommer war fast gelaufen, und dann war nichts aus dieser Feldforschung. Da kriegte ich dann einen Brief von einem guten Freund, einem Amerikaner, der war in Genf in einer anthroposophischen Gesellschaft, Gemeinschaft, die geistig Behinderte aufnahm. Und er sagt, da musst du unbedingt herkommen, da sind Phänomene hier, kann man nicht erklären, da hängen irgendwelche Voodoo-Sachen, das würde dich interessieren. Ich sage, ich habe keine Zeit. Ich bin dann zurückgeflogen über Zürich und wollte dann den Zug nach Wien nehmen. Das Semester war gerade am nächsten Tag, war der Anfang. Da kam er, damals konnte man ja wo die Flugzeuge landen. Ja, Rollfeld. Oh, ja, genau. Runway. Konnte man hingehen, und da kam er an und packte mich und sagte, du musst mitkommen. Ich sagte, nein, kann ich doch. Sehr interessant. Dann nahm er meinen Koffer und da waren wir dann drin in so einer Deux Chevaux, das ist eine Ente, und waren auf dem Weg nach Genf. Und da hat er mir als erstes den Garten gezeigt, da hing so eine Blase da. Und ich sage, was ist das? Ich sage, ja, was soll ich? Ja, du bist Ethnologe, du weißt doch. Nee. Und dann kam der Gärtner, sah aus wie Gandhi, es waren kein Lendenschurz, aber hätte sein können, so eine kurze Hose und dann eine Nickelbrille und so ein Meditieren. Und sagt, ja, die Astralwesen im Garten und die Ätherleiber. Und dann bin ich zurück nach Wien, und das hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich Rudolf Steiner nachgeguckt, ich habe so ein bisschen was gewusst. So, da öffnete sich mir eine wirklich ganz andere Weltsicht, als wie ich es gewohnt war, so von der wissenschaftlich-empirischen Weltsicht, ganz was anderes. Und hat mich nicht losgelassen, und da habe ich gedacht, gut, das wäre eine tolle Feldforschung. Sowieso spezialisiert auf kleine. Diese anthroposophische Gesellschaft. Sie haben ja, glaube ich, Ihre Masters-Thesis über einen Camp von Spiritisten gemacht. Ja, da habe ich das auch skurrile Stories, die man da. Ich habe ein Jahr bei den Spiritisten gelebt, das war, und die haben. Und dann haben sie mitgekriegt, wie der Chef da manipuliert hat. Ja, und für alles haben die, für jede Lebensentscheidung haben sie die Geister beschworen. Da waren. Außer Donnerstag, da waren jeden Tag waren so Seancen, und da haben sie die Geister beschworen, und dann soll ich ein Auto kaufen, und dann haben die Geister was gesagt. Medium hat dann ja und oder nein oder was immer, so war das. Oder das waren auch Handwerker zum Teil, und da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Dachdecken, fehlte der Hammer. Ach, das haben die Geister dematerialisiert. Mal sehen, wo sie die wieder rematerialisieren. Ja. Und das war ihre Welt. Also das war nicht in Frage gestellt. Ich meine, wenn man das anthropologisch sieht, wissenschaftlich, ist das ja spannend. Und so war es dann auch. Spannend. So war es auch bei den Anthroposophen. Das sollte dann auch eine Feldstudie werden. Genau, und das sollte eine Feldstudie werden. Und ich war als Gärtner so getarnt. Ja, ich interessiere mich für Gärtner. Und habe dann beobachtet, wer mit wem redet und wie die Power Structure war. Und das ganz sogenannte Moreno-Diagramm, das heißt, das ist, wo die Bezugspunkte sind, wer wie lange, wann mit jemand redet, um die gewichtigen Personen herauszufinden und so. Zeug habe ich dann gemacht, haben meine Notizen. Dann irgendwann wurden die Pflanzen und die Natur interessanter. Mhm. Dann habe ich meine Notizen gar nicht mehr gemacht, und jede Woche sollte ich in Bern sein, am Seminar. Das wurden dann alle 2 Wochen, dann alle 4 Wochen. Und dann zuletzt bin ich überhaupt nicht mehr gegangen.
Und dann war ich drin und dann fingen meine Haare an zu wachsen und Bart. Und die schlief barfuß und ich konnte mit den Käfern reden. Und Ihre Frau war zu dem Zeitpunkt schon? Die war schon dematerialisiert. Dematerialisiert. Ja, ja. Und das war auch so ein Wiederlernen, Wiedererkennen der Natur. Mhm. Also nicht, dass ich da halluzinierte, sondern die Beobachtungen wurden feiner. Sich mehr wieder damit verbinden. Ja, ja, ja. Und dann kamen mal Freunde aus Bern, wollten mich mal besuchen. Und ich sage, ja gut, ich zeige euch mal den Garten. Ich wollte die Atmosphäre nicht stören, indem ich viel sage. Und kleine Käfer, der da lief und dieses und jenes. Und habe die da durchgeführt, ungefähr eine Stunde. Und dann sagen sie, ich könnte es nicht machen. das war so, man fing an am Morgen 2 Hektar Garten und 30 Hektar Landwirtschaft. Ich habe am Morgen mit gemolken und dann bin ich in den Garten, habe die kleinen Schweinchen gegrüßt. Glückliche, liebe Tierchen. Ja, ja, Schweinchen sind was Nettes. Die sind Nettes. Da voll Lebensfreude. Ja, ja. Und dann ging es in den Garten und das war im Sommer, das fing dann 4:30 oder so, da ging man in den Garten, wenn es so gerade dämmerte. Und das ging dann bis am Abend. Und dann am Donnerstag war Conseil du Village, das ist so der Dorfrat. Mhm. Da war so nach der Arbeit, war gar nicht mehr da. Und dann lief das alles noch auf Französisch, was noch holprig war. Und dann hat man sich auf eine Fliege fokussiert. Und dann habe ich gemerkt, die kann man mit dem Geist herunterrufen und die landet dort. Und das sind echte Erlebnisse. Das ist, wofür man als Schizophrener dann in die Klapse kommt. Ja, weil wenn man sich mit der Natur verbindet, ich bin nicht so tief drin, bin auch in der Natur aufgewachsen und man spürt diese Verbindung. Ja. Und da habe ich dann wieder einen Naturbezug bekommen dort. Und haben Sie dann auch über diese Gesellschaft promoviert? Oder? Nee. Mhm. Habe ich in Wien wollte ich erstmal über die traditionellen Kräutertradition im Wiener Wald und rundherum, denn da kamen noch Kräutersammler, Dürrkräutler und so und brachten ihre Ware an den Naschmarkt. Und da gab es so kleine Kräuterverkaufsbuden. Und die einfachen Wiener, die kamen dann hin und sagten, ja, es tut mir hier weh oder ich habe das oder was. Und dann haben sie immer das richtige Kraut gekriegt. Das ist heute verboten mit EU-Sachen, weil das ist, das geht auch an Apotheken vorbei. Das waren so Volksheiler, kann man sagen. Und das war interessant. Und da habe ich meinen Professoren gesagt, ich würde gerne das als Dissertationsthema. Und da sagen sie, hören Sie, Herr Storn. Ethnologie hat mit Fremdethnien zu tun. Ich hätte ja sagen, für mich ist es Fremdethnien. Ja, könnte man, Da gibt es ja Völkerkundler, ein amerikanischer Anthropologe, der hat ein ganz dickes Buch über das Biertrinkverhalten der Bayern geschrieben. Das kann man durchaus natürlich studieren. Das kann man machen, ja. Warum nicht? Hm. Ja. Also dann, worüber haben Sie promoviert? Das war dann eine Studie, wieder über die Spiritisten. Und da war die Frage, da sind so viele Elemente, die den indianischen Geistbeschwörungen ähneln. Ja. Mhm. Und die allgemeine These war, das haben diese Pioniere von den Indianern übernommen. Und ich konnte dann zeigen, dass es gibt parallele Sachen, eine Konvergenz. Aber es sind Eigengewächse sozusagen. Aber das ist alteuropäischer Aberglaube, der da neue Früchte trug in den USA. Und zwar ist es an dem Frontier, an der Grenze, das nannte man the Burnt Over District, so zwischen 1800, also als die Indianer dann in den Kriegen 1820 herum, als es gesäubert wurde von Indianern, da kamen ja dann Massen von
Einwanderern rein, auch irische Katholiken und Ja. Deutsche und Engländer und so weiter. Und es gab noch keine organisierte Zentralmacht und so. Und da blühten die Konzepte, Gesellschaftspläne und Religionen. Und man nannte das, das waren wie burnt over, also da brannte das Feuer der Spiritualität. Und da sind in dem auch die Mormonen entstanden. Ja, die sind ja da oben, so Ohio, ja, ein bisschen weiter New rüber York, noch, östlich ein Stückchen. Als 16-jährig hatte dieser John Smith eine Vision von dem Engel Moroni. Und Moroni, der Engel, ich denke, wahrscheinlich, weil die ihn ein Moron genannt haben. Ja, doch, doch. Und dann hat der Engel ihm goldene Tabletten gegeben und die konnte er lesen und übersetzen. Und das war dann das dritte, nicht das Neue Testament, sondern das Neueste. Mhm. Und mit so besonderen Kristallen konnte er das lesen. Ja, das ist wohl also die Bifocal Brille erfunden wurde und das ist gerade, wo der Rosetta-Stein entdeckt wurde und da hat er einfach in seiner Fantasie. Ja, genau. Ja, und abgelehnt waren Banken, Militärdienst, überhaupt Zentralregierung, alle Drogen, das heißt Schwarztee, Kaffee, Alkohol und so weiter. Dafür aber viel Weiberei. Ja, das war erlaubt. Das war erlaubt. Ja. Und solche Blüten, oder die Seventh-day Adventist, da hat ein Prediger, es war ein Baptist, der hat dann genau berechnet und durch Inspiration des Heiligen Geistes wusste er, dass im Jahr 1845, glaube ich, irgendwann im Juni, würde der Heiland wiederkommen. Und da waren Tausende, die haben das erwartet, haben sich in weißen Roben gekleidet mit Kerzen und haben an dem Tag gewartet, haben ihre Häuser, Geschäfte, alles aufgegeben, denn der Heiland kommt zurück. Und dann kam er nicht. Mhm. Und dann war er in Erklärungsnot und hat nochmal nachgeguckt und gebetet. Und da hat der Heilige Geist ihm gesagt, der Heiland wäre gekommen, aber ihr habt den Sabbat nicht verehrt. Also ist er wieder gegangen. Und dann ist er wieder gegangen, ja. Und die Spiritualisten, Spiritualisten, das war die letzte von einer ganzen Reihe von so utopischen oder revitalistischen Bewegungen. Die gab es ja nun auch mit den Täufern. Mennoniten sind ja Täufer in Europa viel früher. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich Mennonit bin, in einer russlanddeutschen mennonitischen Gemeinde. Jemand hat mir geschrieben, als er gehört hat, dass Sie kommen, ja, das ist ja einer, der verbindet die Wissenschaft mit schamanistischen Praktiken, da liegt ja kein Segen drauf. Was würden Sie einem Christen sagen dazu? Was würde ich zu den Christen sagen? Richtig. Ja, ich bin ob da Segen drauf liegt oder nicht und wie, ja, wie Sie. Also, da könnte ich hier sagen, auf allen Wesen liegt Gottes Segen. Wir sind alle Gottes Kinder. Und das große Mysterium können wir wirklich nicht erfassen. Ich sage das mit unserem Primatenhirn. Wir können es nicht fassen. Ein Christ würde sagen, man kann Gott nicht fassen. Nee, man kann Gott nicht fassen. Aber Gott oder das große Mysterium, in dem wir leben. Und deswegen braucht man ein Symbolsystem, das dieses am besten beschreibt. Mhm. Und da sage ich dann, dass es viele Arten und Weisen, viele Symbolsysteme gibt. Und also als ich nach Indien kam, ich war also fasziniert, wie tiefsinnig zum Teil die Erkenntnisse sind. Und es ist, wenn man das Mysterium so darstellen will, das ist wie ein geschliffenes Kristall und jede Fläche gibt ein anderes Bild als etwas anderes. Und so würde ich das sehen. Oder das buddhistische Parabel.
buddhistisch, der Elefant, und es sind Blinde. Und im Grunde genommen sind wir fast alle spirituell blind oder Ja. ab und zu kommt da mal was. Aber und diese Blinden, kennen Sie vielleicht, die tasten den Elefanten ab und wollen den Elefanten ergründen. Und einer erwischt den Schwanz und sagt, oh, das ist wie ein Besen, wie ein Kehrbesen. Der andere, der den Bein erwischt, sagt, nein, das ist völlig daneben, das ist wie ein dicker Baumstamm. Und der den Rüssel erwischt hat, sagt, nein, das ist eine Schlange, ich habe hier empirischen Beweis, ihr spinnt alle. Und andere hat die Ohren, ja, das sind Würfelschaufeln für. Und so hat jeder seine Sichtweise. Und ich meine, ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen. Ihr Elternhaus war ja. Ja, also meine mütterlicherseits, wenn etwas, der Großvater und die Familie war Schopenhauerianer, also Das ist ja, ja. Schopenhauer. Und für den Großvater, für ihn war, es ist alles imaginär. Und ob man reich ist, ob man arm ist oder so, es ist eigentlich Das war imaginär. der Tuchfabrikant, oder? Ja, Ah ja, ja, ja. ja. Und so, und für ihn war auch hier das, ja, das Christentum gut, aber es ist auch imaginär. Und dann habe ich ihm versucht, Rudolf Steiners Anthroposophie zu erklären. Er rauchte dann alles nur imaginäre Einbildung. Und dann habe ich ihm diese und jene Sachen, Wissenschaft, ist er ja, man weiß ja, das ist auch nur im Grunde genommen unser Märchen. Wer kann schon ein Salatblatt schaffen oder so? Und Buddhismus, oh ja, schon ein bisschen mehr, aber nein, nein. Seine Philosophie war, als ich ihn das letzte Mal, also ich habe ihn, anstatt nach Thailand oder so, als wir noch in der Schweiz wohnen, wir haben ihn immer besucht, jeden Sommer. Alle unsere Ersparnisse dafür, man musste ja Eintritt zahlen. 25 Westmark pro Person. Und wenn man dann 4 Wochen Pro da ist, Tag, ne, oder was? pro Tag. Eben, Pro ja. Tag pro Person. Wenn man dann hier und man kriegt das umgetauscht in DDR-Mark. Aber was kann man da machen? Ja, da geht man in Exquisitladen und da habe ich den teuersten, besten Anzug gekauft, sah ich aus wie Honecker selber, in Tropenanzug, fehlte nur noch der Hut. Und als wir dann zurück in die Schweiz fuhren, hielten wir in München auf dem Viktualienmarkt und ich dachte, ja, es sieht so gut aus, weil wir waren im Begriff nach Indien zu gehen. Und da sagte einer, ah, muss ein Berliner gewesen sein, sag, frisch aus der Ostzone, war. Ja, das. Ja, und dieser Großvater, der sagte, er sagt, alles Schwindel. Und ich dachte, seine Lebensbilanz. Er sagte, dass im Ersten Weltkrieg die ganze Kompanie oder so, oder Regiment oder was es war, stürmten vor und war im Begriff, den Feind einzuschließen, General auf dem Ross gefallen. Und dann merkten sie, dass sie den eigenen Flügel angegriffen haben. Und dann hieß es im Regimentbuch, im heldenhaften Kampf gegen den Feind, dabei haben sie sich selber umgebracht. Das hat er nur als, er sagte, also damals, also der hat ja die ganze Hitlerzeit und dann die DDR, also alles Schwindel. Ja klar, wenn man das Und ich alles erlebt hat, dachte, Erster Weltkrieg, so viel Enttäuschung, da ist ja ja. wunderbar, dass man da überhaupt noch einen gewissen Lebensmut behält, ist ja schon eine Leistung. Ja. Aber ich will noch das fertig machen. Kam ich das nächste Mal, ich dachte, das ist seine Lebensbilanz. Dann sagt er, alles Rätsel, Rätsel über Rätsel. Was verstehen wir wirklich? Ja. Stundenlang, tagelang philosophiert. Und dann, als ich ihn das letzte Mal sah, da sagte er, alles Wunder. Wunder über Wunder. Wir sind hineingeworfen, hineingeboren in lauter überwältigende Wunder. Ist ja auch Und das so. war eine tolle Bilanz, Und wenn das dann als Bilanz da steht, ja, das ist also, man das sagen kann. Sie haben promoviert, hat Ihnen das Spaß gemacht, die Promotion?
Das ist eigentlich erstaunlich. Die soll nicht Spaß machen, eine Dissertation. Das soll nicht Spaß Nein, machen. nein, Nee, das ist für die soll mich. quälend sein und langweilig und man soll Ja, sie das sich ist ja erschwitzen. schlimm. Nee, nee, nee. Ich denke, das ist wie wenn ich ein Buch schreibe. Das ist für mich wie eine geistige Wanderung, ein Abenteuer. Und ich komme dann selber, oh, das ist ja interessant. Und so, das hatte ich ja nie gedacht. Und so ist es immer frisch und neues Abenteuer. Und auch mit der Dissertation war das so. Dann waren Sie auch eine Weile in Indien, in Asien. Und Ja. dann sind Sie irgendwann, waren Sie ziemlich krank und sind dann in Deutschland gelandet. Und das war Ja. Mitte der 80er, glaube ich, auf Ja. einem alten Ritterhaus, Gut, Ja, Hof, ja, ja, oben ja, im ja, Allgäu ja, auf ja, ja. 1000 Meter Ja, als ja. Selbstversorger. Da fing also ein neues Leben an quasi, Ja, es oder? war so in Indien, da war ich als Visiting Scholar mit allen Privilegien und sollte ein paar Vorlesungen halten. Und dann merkte ich, mein Gott, da war ein großes Symposium über Gesellschaft und Ökologie. Und der Vorstand hielt dann so Einführungsrede über. Im kapitalistischen Westen, da arbeitet jeder nur für Profit und für sich, aber in den Oststaaten, da wird für die Gemeinschaft und alle, und da das so ist, gibt es keine ökologischen Probleme im Osten. Und ich habe gesehen, natürlich gab es da viel mehr als Ja, wir im mehr, Westen. klar. Ich dachte, was mache ich hier? Und den armen Inder dann über Levi Strauss oder Karl Marx oder was zu erzählen. Und da bin ich, habe ich dann, und in der Weile war meine Frau ganz schwer krank mit der Gelbsucht. Die war ganz abgemagert und die ist gleich dann da, und, oh, heute stehe ich auf, mir geht's besser. Bumm, war sie wieder weg. Als sie Gelbsucht gekriegt hat, das war gleich am Anfang. Sie hat die Gelbsucht in Ägypten aufgelesen und dann in Indien kam es raus. Und das war gleich am Anfang. Und da war sie ganz gelb und ganz dünn. Und da habe ich sie in eine Rikscha damals, eine Rikscha zum modernsten Krankenhaus, Universitätskrankenhaus. Da so hinten wie so ein Sack Kartoffeln ist sie da drauf. Rein, da kam man in die Empfangshalle und da rauchte es. Da waren überall die Inder mit kleinen Öfen und haben mit getrockneten Kuhfladen gekocht für ihre Kranken. Das ist eigentlich wunderbar. Also das hilft denen, ja, das ist mit Liebe gekocht. Ja. Und, aber da kommt man rein in ein modernes Krankenhaus und überall raucht das in kleinen Töpfen und die Leute sitzen auf dem Boden. Dann gehen wir rein und da kommt uns entgegen Leichenträger mit einer jungen Frau. Man wusste sie also nicht nur von Körper, aber sie war rot, mit einem roten Tuch, das heißt verheiratet und sie war jung. Und die kamen dann durch diese Massen und wo es so rauchte, oh, mit so Ramanam Satya Hey, Ramanam Satya Hey. Das heißt, Gottes Name ist Wahrheit. Und da machten sie Platz, dass sie raustraten. Ich dachte, ja, was ist denn das? Dann gehen wir zur Rezeption und da ist ein Sikh mit einem Turban. Und er guckt und sagt, ach, das ist offensichtlich, das ist Hepatitis. Da können die Ärzte sowieso nichts machen. Ich sage, ich will zu den Ärzten, bitteschön. Er sagt, ja, die haben gerade Teepause, sind nicht zu sprechen. Und dann hat er gesagt, ja, dann müssen Sie dieses LIV-52, das gibt es, das sind Himalaya-Kräuter also, und Pillen, und Rettiche, schwarze Rettiche. Da habe ich dann verstanden, warum die Bayern für ihr Maßbier immer Rettich haben, weil das regt ja die Leber an. Und Zitrusfrüchte. Und Ärzte kamen nicht und da sind wir hin und da hat es dauert lange mit Leber und da bin ich auch nicht mehr zur Uni gegangen und bin dann überall gewandert. Da war auch noch ein, ich wollte noch schreiben und studieren und hat Indisch natürlich hat, die haben keine Möbel, wie wir das im Westen, die haben die Briten gebracht. Die haben nur das Bett, Charpoy, da sitzt man und spricht miteinander und trinkt Tee, aber sonst Tische und so gibt es nicht.
habe ich darauf bestanden, ich brauche einen Tisch und ich brauche einen Stuhl, damit ich arbeiten kann. Und oh, no problem, no problem. Kam der kleine Tischler daher und ganz schwerer Tisch und so. Hatte ich das, habe ich meine Bücher dann dahin getan und meine Notizen hingelegt und wollte noch einmal in die Küchennische und etwas mir einen Tee machen. Komm raus, zurück zu meinem Tisch. Und sah, wie ein junger Rhesusaffe, so Teenager-mäßig, gerade noch das letzte Papier rauszieht, alle meine Bücher, alles zum Fenster rausgeschmissen. Die Papiere flatterten im Wind in Richtung Ganges. Und da habe ich dann gedacht, wenn das ein Zeichen ist. Und dann später habe ich das natürlich im indischen Weltbild, das ist Hanuman, kennen Sie Hanuman, der Affengott, der ist derjenige, der die Welt gerettet hat, als immer wenn es schlecht wird auf der Welt, dann kommt Vishnu herunter als Avatar. Das ist der Sinn des Avatar, die Herunterkunft von dem Göttlichen selber, um die Welt zu retten, so ein bisschen wie der Heiland selber. Mhm. Und Vishnu und seine weibliche Seite Sita kamen auf die Erde und durch Intrigen mussten sie in den Wald Zuflucht finden als Einsiedler. Ein Dämon hatte die wunderschöne Sita, sie ist die Weltenseele, geraubt. Und dann sind alle Tiere und so haben sie gesucht. Und da war der kleine Hanuman auch mit dabei. Ein Affe, aber ein ganz besonderer Affe, sehr beliebt in Indien. Dieser Affe seine Mutter war eine hochkastige Äffin und der Vater war der Heilige Geist oder der Gott in der Form von Winde. Wind hat er sie übers Ohr geschwängert. Und das Kindlein, das geboren wurde, war Hanuman. Und das war kein normales Kind. Der wurde hier, die anderen, seine Kumpel haben gesagt, ey, Gehänsel, was bist denn du für ein Blöder? Und er konnte zum Beispiel mit Gedankenschnelle konnte er fliegen. Wenn er dachte, oh, ich möchte jetzt irgendwo sein, war er da, war er wieder zurück. Und er dachte mal, die untergehende Sonne ist eine Riesenfrucht. Hin und au, Finger verbrannt. Und er wusste nicht, als er dann Teenager war, was er im Leben machen sollte. Und da war ja gerade da waren die ganzen Tiere und die Helden hin und der Bösewicht, der die Göttin geraubt hat, die Weltenseele, hatte magisch besprochene Pfeile und hat einen nach dem anderen der Helden umgelegt. Und da haben sie dann einen alten, bärtigen, weisen Affen gefragt, Väterchen, ist da denn keine Pflanze, die helfen könnte? Er sagt, nein, es gibt da nichts, es gibt nichts, keine Pflanze, aber doch, hoch oben im Himalaya, da wächst eine blaue Blume mit einem goldenen Kelch. Wenn wir die Blume hätten, dann würden sie wieder ins Leben kommen, aber das geht nicht. Mit den schnellsten Pferden kommt man da nicht hin, Monate. Und Hanuman erkannte dann sein Dharma, dann wusste er, warum er da ist. Ah, kann ich machen. Pling, war er oben. Und dann hat er immerhin einen Affenherrn und konnte nicht. Und hat er dann, ja, ich kann mich auch ganz winzig machen oder riesengroß. Also sich riesengroß gemacht, hat den Berg genommen, auf die Hand gelegt und pling, schoss zurück. Und schon als er nahe kam, da sprangen die Zauberpfeile raus und der Dämon hatte seine Zauberpfeile verloren. Also eine wunderschöne Geschichte. Das heißt, es sieht alles düster und schrecklich aus, aber im End haben die Märchen immer recht. Es wird immer gut. Und das ist Hanuman, gell? Und der hat mir hier die ganzen Papiere und alles. Und da konnte ich dann eintauchen ins Indische. Da bin ich jeden Tag überall herumgewandert. Wie lange waren Sie in Indien dann? Ja, im ganzen 2 Jahre. Und dann sind Sie nach Deutschland zurück und dann sind Sie ins Allgäu, oder? Ja, das war dann, ich wurde da auch also wirklich sehr krank mal und das war in einem kleinen Dorf am Ganges in der Nähe von Varanasi und ich schwebte da zwischen Leben und Tod.
Und ich weiß noch, wie ich da, ich bin über den Gang, jeden Tag über den Ganges geschwommen. Und eines Tages habe ich dort, die Geschichte kennen Sie vielleicht, da habe ich dort einen Schädel aufgehoben und war nicht in der Mitte, habe gesponnen und habe gedacht, ah, wie Shakespeare und Hamlet oder wie Goethe mit Schillers Schädel. Und in dem Moment schoss eine schwarze Hummel aus einem der Augen und vor meinem Gesicht. Und ich sage, ja, Entschuldigung, habe da ein Territorium und so und habe den Schädel und hat nicht losgelassen. Ich bin dann zurück, fing an zu rennen und bin in den Ganges wieder reingesprungen. Und auf einmal war der Ganges dreckig und es kam wieder mal ein Kadaver vorbei mit Geiern drauf. Und das war kein Problem sonst. Das war immer so. Ich bin ja rübergeschwommen, um die Kadaver oder die Leichen, die da angeschwemmt seien. Und da waren die Schakale dort und die Geier und die Raben um das. Und ich war da und habe das meditiert und es war tiefe Meditation, aber diesmal scheint es dreckig gewesen zu sein. Und dann auf einmal war am nächsten Tag, meine Frau sagt, du hast sicher Sonnenstich, aber am nächsten Tag, da war ich ganz gelb und hatte noch einmal Stuhlgang und der Fäzis war weiß wie Kreide und ich schwitzte braun, also hier Galle aus der. Und dann war ich weg und war weg ungefähr 6 Monate und träumte wie, und das war kein Traum, das war ein Erlebnis in der anderen Dimension, wie ich über den Ganges fliege und die Toten sitzen mir im Nacken und meine Flügel waren Blei. Und ich wurde runtergedrückt ins Wasser. Und so, und also so, ich will das nur erzählen, was das für ein Erlebnis war. Das war unter einem riesen Pipalbaum, wo sowieso viele Geiernester waren. Und das war der Moment, wo ich dann mein Leben in Frage stellte. Nicht intellektuell, einfach ganz, ganz tief. Und hab dann gesagt, ich lasse mich von dem göttlichen Geist führen. Ich will nicht mehr berechnend und so leben. Und es war so, wie als ob dieser göttliche Geist sagt, geh in das Land deiner Ahnen. Und also nicht zurück nach Amerika. Und so sind wir dann in Deutschland gelandet. Dann sind Sie mit Ihrer Frau Christine, die ist ja Amerikanerin auch, Ja. in Deutschland gelandet, im Allgäu, wie Ja. gesagt, auf 1000 Meter Ja, Höhe als genau. Selbstversorger in einem Genau. ganz alten Haus, das früher ein Altes Haus. Herrensitz war. Da haben Sie die Kühe gehütet am Anfang, habe ich Genau, das gehört. ist so, ja. Ja, 8 Jahre lang Kühe gehütet, ja. und in den 8 Jahren haben Sie wirklich Selbstversorger, haben Sie da auch schon geschrieben oder war das mehr so Ich ein. wusste ganz tief drinnen, das ist meine Lebensaufgabe, mein Dharma. Ich saß da mit einer kleinen Reiseschreibmaschine und habe dann Sofort angefangen, auch mehr oder sofort, weniger als Sie da waren. ja, sofort. Hatte keine Beziehung, keiner kannte mich und ein Buch habe ich dann geschrieben. Und im Winter zum Beispiel, da wo ich schrieb, das konnte man nicht heizen, da habe ich dann auf dem Herd so Steine in einer Pfanne heiß gemacht und noch einen heißen Tee dazu und hatte noch aus Asien noch einen tibetanischen Mantel, der bis unten ging und habe die Pfanne dann unten hingetan. Dass von unten die Hitze rauf kam. Ja, und dann Tee und dann mit der kleinen Reiseschreibmaschine Also noch nicht geschrieben. mal dann Öfen, doch der Öfen Nee, hat sie da war schon. kein Ofen da, nicht also im Wohnzimmer und der Küche, da ging es, aber da war es nicht richtig möglich zu schreiben. Und ich merkte, dann wurde es wie so ein Insekt, da wurde man langsamer und da musste man wieder wärmen und die Steine wärmen, einen neuen Tee machen. Aber wenn ich so richtig begeistert war, der Geist ist nämlich wie ein Feuer. Ja. Und dann, boah, da schwitzt man fast und da sind die Steine schon längst kalt. Ja. Und was waren dann die ersten Bücher? Ja, da war ein Buch, das war, als ich aus Indien zurückkam. Da habe ich Mechthild Schäffer, die ist die Bach-Blütenfrau, Mhm.
Und da hatte ich zufällig in Todtmoos eine, da der Verlag, wo ich ein Buch hatte, da hatte sein 50. Jubiläum, war ich eingeladen, habe ein paar Worte gesagt. Und da war dann, hat mich jemand eingeladen zu einem Seminar, so ein richtiges Seminar. Klausenorganisation im Schwarzwald, ist irgendwie berühmt damals oder bekannt. Da kam man rein in den Saal, da war wie ein Thron, Bhagwan, so mit, oh Mann, das geht nicht. Und da sind wir gleich raus. Und unter den Teilnehmern war eine Frau, die hieß Mechthild Schäffer. Das ist die Bachblütenfrau. Und die sagte, ja, ich bin Mechthild Schäffer. Und ich dachte, ja, schön, guten Guten Tag. Tag, Frau Schäfer. Ja, kennen Sie nicht die Bachblüten? Ich sage, ja, kenne ich, schon mal gehört. Ich habe gedacht, totale esoterische Spinnerei. Und dann sagte sie, ja, dass sie das Ganze vertritt und so weiter. Und sehr, eigentlich eine nette und helle Frau. Und sie sagte, wäre es nicht schön, wenn wir zusammenarbeiten können? Sie können die botanische Seite machen. Und da habe ich gesagt, ja. Und habe gedacht, ja, das ist dann die Aufgabe, die ich jetzt habe. Und habe dann 1,5 Jahre, habe ich dann, weil die meisten wachsen bei uns, die Pflanzen meditiert und ab und zu auf so einem rostigen Fahrrad runter im Tal in die Bibliothek gegangen. Und nach 1,5 Jahren habe ich ihr ein Manuskript geschickt und das war das erste da oben. Und sie sagt, ja, das müssen wir sofort, das müssen wir publizieren, das ist wunderbar und das können wir bei Hugendubel rausgeben. Ja, und da treffen wir uns irgendwann in München und wir hatten überhaupt kein Geld. Also ich konnte mir nicht eine Fahrkarte nach München leisten. Und in dem Haus war zufällig eine große Tafel, es gehört einem Fürst, das Haus, hat die Tafel da gelassen und dann war noch eine Bank da. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir uns da treffen. Und da, ja, wunderbar, ja, mal woanders hin. Und für den Verleger auch gut. Und da haben wir erst mal gedacht, ja, mein Gott, wir können das uns nicht leisten, Fleisch oder was vorzusetzen, was machen wir? Es war im Frühling, da haben wir Wildkräuter gesammelt, da haben wir dann Brennnesselsuppe mit einem reingeschlagenen Ei und gewürzt und Kräutersalat und dann so Kräuterplätzchen gemacht. Und ich habe gemerkt, oh, das war für die ein Genuss. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Aber sowas kriegt man ja Ja in den klar, Städten logisch. nicht. Ja, und es war, und dann merkte ich, ja, das ist gelaufen. Wir hatten uns sogar Geld borgen müssen, um ein Servi zu haben. Also, dass wir das. Wie lange haben Sie in diesem Zustand gelebt? Also schon 2, 3 Jahre wahrscheinlich. Ja, das ging aber dann so ganz allmählich, ging's aufwärts. Und ein Buch, eines der frühen Bücher, das habe ich dann an einen Verlag geschickt. Und ja, die würden es machen. Und dann habe ich die Geschichte gehört. Das kam an, die Verlage kriegen ja alle Unmengen von Ja, Manuskripten. klar. Und der Verlag sagt, guck, da hast du in den Papierkorb geworfen. Zum Glück war da eine Lektorin. Oh, was ist denn da? Und dann fing sie an zu lesen und sagt, hey, das ist gut, das ist toll, das müssen wir machen. Und Ja. also solche Sachen kann man im Leben nicht planen. Also die meisten berechnen, planen, auch gut. Aber das Leben ist mehr als Aber das. ich meine, Sie haben gesagt, da habe ich dann angefangen, mich führen zu lassen durch den Geist oder wie auch immer. Aber Ihr Leben vorher ist ja auch also eine irre Story, schon vorher. Ja, ein bisschen irre, ja. Also das ist ja nicht nur seit Allgäu so, sondern ich meine, und im Prinzip kann man ja sagen, die zweite Lebenshälfte ist eine gewisse Konstanz auch durch das Allgäu, gewisse Ja. Reisen, aber. Experte, Weiser, Pflanzenkundler, Ethnologe, das hat sich ja dann aufgebaut quasi. Das Also hat sich dann, aufgebaut, dann wurden meine Schriften bekannter, also sowas plant man nicht. Das ist wie eine Gnade Gottes, also in dem Sinn, Gut, aber es gehört auch ein immenser Fleiß dazu. Ich ja. Ja, meine, klar, das hat auch Goethe gesagt, Sie gell? sind Das, immens produktiv. Also wenn ich da sehe, was Sie so raushauen, das ist ja ja, schon eine da ganze muss Menge. man, ne, da muss man ja schon ein Arbeitstier sein mit.
Und ich habe sie auch bei Ken Jebsen gesehen, den ich ja auch kenne. Er macht ja auch spannende Dinge. Also der spürt ja auch immer alles Mögliche auf, sowas. Also wie er an sie gekommen ist, weiß ich nicht. Aber es war eine tolle, tolle Story. Und vom Garten, da sind sie auch noch aktiv im Garten, dass da also nach wie vor. Ja, klar, das mache ich. Das ist für mich wichtig, Garten und Holz. Also ich gehe, wo die Holzfäller waren, dann, was die zurücklassen, das wird dann gesägt und zum Hof gebracht, aufgebeigt. Und das ist gute körperliche Arbeit und auch das Gärtnern. Und das ist wichtig, weil es bringt einen in Kontakt mit der physischen und natürlichen Welt. Denn es ist eine große Gefahr bei Intellektuellen. Das baut sich alles sehr schön zusammen, so schöne Luftschlösser und entbehrt der Wirklichkeit. Was jetzt zum Beispiel so läuft mit, da will ich jetzt nicht reingehen, aber Klimadiskussion, da ist so viel Ideologie. Und wenn die Leute ja ein bisschen mehr arbeiten würden, mehr die Gesetze der physischen Welt, deswegen mag ich Handwerker und Die verbunden Schlosser. sind, ja, wo nicht nur der Geist Genau, genau. rumkreist. Denn da das zeigt, wenn man da einen Fehler macht und das passt nicht zusammen oder der Nagel ist krumm, das wird einem gleich gezeigt. Aber wenn man gedanklich nicht klar ist, das lebt dann weiter. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache heute bei unserer Überintellektualisierung. Jeder muss studieren. Und ich würde sagen, 80% der Leute sollten eigentlich nicht Das studieren. aber jetzt, Nee, ist wirklich so. gut, ich stimme Ihnen ja zu, aber das ist natürlich Ja. heutzutage, geht ja völlig gegen den Zeitgeist. Ja, ich meine, und es gibt keine Handwerker, die was können mehr, Ja, das kaum. ist, die gab es ja in Amerika nie oder ganz wenige, weil das ja immer, die Idee war schnell Geld verdienen, also Ja. kaufmännische Tätigkeiten, aber diesen Handwerksstolz in Deutschland, das gibt es schon noch, Ja, aber es ja, ja, nimmt schon, also sind die letzten Reste, auch die ja. Ja, und letzten, das ja. ist eigentlich hohe Kultur. Ja, Handwerkskultur, Handwerkskultur ist hohes Können, das kann man nicht einfach. mein Onkel, der konnte, er war kein Handwerker, war Walzer, aber was der mit Ja. Holz gemacht hat, was der mit Metall gemacht Genau. hat, der hat alles gemacht. Oder auch Bauern. Ich habe ja auch ein Jahr bei einem Emmental, dabei bei Bauern verbracht. Emmentaler Bauern. Kommen meine Vorfahren her aus Langnau im Emmental. Ach, ich weiß genau, wo das ist. Da gab es, ich glaube, da gab es einen Bauernmarkt. Da hatte ich meine erste Tortellikappe gekauft, die man anhat bei Melke Ja. und so. Und also, und die sind hart, Dürrehebe, also durchhalten, das ist die Sache. Und ja, da kam ich hin, das war in der Zeit der ersten Ölkrise. Und da ging einem auf einmal auf, dass die westliche, insbesondere die amerikanische Landwirtschaft wunderschöne Überschüsse produziert, aber wegen billigen fossilen Öl. Für jede Kalorie, die gewonnen wurde, wurden 15 Oder ausgegeben. genau, oder Also an fossile und Energie und Transport und was alles. Und in China, das war noch in Mauerzeiten, da war es anders. Für jede Kalorie, die ausgegeben worden wurden, zwei gewonnen. Und da war die Frage, wie ist es in Europa? Wie ist es in Europa? In der traditionellen Landwirtschaft. Und da haben wir einen Hof gesucht, gefunden, wo noch mit Pferden gearbeitet, wo kein Schlepper da war, wo fast alles auf dem Hof, alles Essen, Milch, Käse, Quark, auch Getreide fürs Brot und so, selber erzeugt wurde. Wie sieht da die Energiebilanz aus? Sah auch sehr gut aus. Kann ich mir vorstellen. Aber das war harte Arbeit. Da habe ich dann gewusst, was Krampfe ist, anstatt arbeiten, schaffen. Ist schlimmer als mal lochen. Es ist Krampfe. Die Krampfe. Ja. Ah ja, kannte ich auch noch nicht. Ja, ich bin gespannt,
wie es morgen ist, wenn wir mal durch meinen Garten gehen, was Sie da so zu sagen haben. Da ist jetzt noch nicht viel, aber mal gespannt, was sich da so tut und was Sie dazu zu sagen haben. Jetzt sind Sie eine Institution, das waren jetzt wirklich auch, Sie haben eine Fangemeinde, auch in unterschiedlichsten Bereichen, aber wenn es um die Pflanzen geht, wenn es um Ethnologie geht. Also es ist ja so, dass Sie aus diesem immensen Fundus auch viel weitergegeben haben. Die Leute wollen das ja auch. Sie wollen ja auch die Verbindung wieder haben zur Natur, zu ihren Ursprüngen. Das bedienen Sie ja auch. Sie bedienen es aus einem tiefen Wissen heraus. Also Sie haben da jetzt doch eine Menge bewegt und auch an Bewusstsein gehalten. Was wünschen Sie sich noch? Was haben Sie sich vorgenommen? Ich wünsche mir, wunschlos glücklich zu sein. Ja, ich habe überhaupt keine Wünsche in dem Sinn, sondern man hofft, dass alles gut harmonisch läuft im Umkreis oder in der Welt, dass die Menschen sich ihres göttlichen Ursprungs entsinnen dass wir eigentlich, das kommt eigentlich auch ein bisschen aus Indien, ein Wort für Gott ist Sat-Chit-Anand. Sat-Chit-Anand. Und Sat heißt Sein oder Wahrheit. Mhm. Chit heißt Bewusstsein und Anand heißt Wonne. Also, und das ist das Wesen. Das Wesen des Universums ist, es ist, alles ist zu einem Grad im Bewusstsein. Das Gott ist Bewusstsein. Gott ist Bewusstsein als Stein, Gott ist Bewusstsein als Fliege, Gottesbewusstsein als Mensch und so. Und also das ist Shit, also Bewusstsein. Sat ist das Sein, die Wahrheit. Und Anand ist einfach die grundlegende Freude. Und das haben wir hier im Westen ziemlich verloren. Ja. Das sollten wir wieder bekommen. Das sollten wir und können wir wieder bekommen. Ich habe gesehen in Kalkutta, da sind ja 10 Millionen Flüchtlinge durchgegangen. Da haben die westlichen Journalisten, oh, das ist indisch und so, dreckig und so. Ja, das sind Flüchtlinge von Bangladesch, die wurden also von den Islamisten vertrieben. Ganze Familien kampierten auf der Straße, so am Straßenrand. Und da hat man nicht gesehen, Verzweiflung und leere Augen, die leuchteten, weil sie wussten, sie leben in einem göttlichen Universum. Die Götter sind noch da, wir würden sie vielleicht Engel nennen oder was. Und wir sind nicht verloren, das ist nur vorübergehend. Und die waren dann dankbar, für, dass sie an dem Tag genügend Lumpen gesammelt haben oder erbettelt haben oder irgendwas gemacht haben, dass sie an dem Tag essen konnten. Und sie wussten, das wird wieder besser. Ja. Das wollen wir uns wünschen. Ja. Wolf-Dieter Stoll, Institution. Das war eine lange Zeitreise durch ein spannendes Leben, durch spannende Zeiten. Amerika, Europa, Asien. Wolf-Dieter Stoll, danke, dass Sie hier waren. Mich sehr gefreut, war sehr spannend. Ihre Bücher sind spannend. Ich freue mich auch auf morgen auf Ihren Vortrag. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Es ist gut, hier zu sein.